There's something in the water. Und das ist meistens ein Hai. Wir sprechen über das beliebte und meistens trashige Genre des Hai-Films. Natürlich bei Was mit Film. Hallihallo da draußen, heute wird es trashig, denn wir reden hier bei Was mit Film, wie ihr im Intro schon gehört habt, über Hai-Filme. Davon gibt es ja unfassbar viele, aber zum Einstieg möchte ich von dir wissen, bist du auf offener See schon mal einem Hai begegnet? Nein, und das wäre für mich auch der absolute Albtraum. Also du triffst da gerade eine meiner Core-Ängste. Die ist wirklich bei Alles steht Kopf mit so einer besonders großen Kugel in der Murmelbahn meines Gehirns dort in der Mitte eingelagert. Und wie viel trägt daran der Soundtrack der Woche, beziehungsweise der Film, der dazu gehört, nämlich Der weiße Hai, bei? Man erahnt, was du gemacht hast. Naja, okay. Man erahnt, was das sein sollte. Der Soundtrack, also ich muss sagen, Der weiße Hai, ich habe den viel später gesehen, als dieser Film einen Eindruck auf mich hatte. Mhm. Weil, kennst du das Phantasialand? Ja, natürlich. Warst du da mal in der Hollywood-Tour im Phantasialand? Oh, da war ich vielleicht mit 6 oder 7. Ich erinnere mich aber noch total gut an das Programmheft, das ich aus irgendeinem Grund da mitgenommen habe. Ansonsten... Ich weiß es nicht mehr. Es war so eine Wasserbahn, wo man dann verschiedene Hollywood-Klassikerfilme nachgestellt sah. Und es begann, man rutschte so einen Tunnel runter und war in einer kleinen Küstenstadt. Und dann kam aus dem Wasser, direkt neben dem Boot mit den Passagieren, der weiße Hai raus. Und hat einen so geschockt und dann noch so ein Boot gefressen. Und das hat mich so verstört als Kind. Und ich hatte so Angst, ich könnte in dieser Bahn aus dem Boot rausfallen und wäre mit diesem Hai-Animatronic da gefangen im Wasser und er würde mich vielleicht aus Versehen streifen. Also das ist total die heftige Angst gewesen. Dann habe ich von meiner Mutter, weil mich das so beschäftigt hat, danke Mama, ein kleines Spielzeug bekommen mit einem Hai und einem Mann ohne Beine. Und der war so aufgezogen. Wenn man das losließ, ist der Mann ohne Beine an so einem Seil in den Mund des Hais reingezogen worden. Fand ich auch relativ heftig, habe aber gerne damit gespielt. Und dann, das ist das dritte in diesem Triptychon, habe ich im Fernsehen The Perfect Storm von Wolfgang Petersen gesehen, wo er irgendwie George Clooney auf so einem Fischerschiff mit Mark Wahlberg zusammen ertrinkt. Und da gibt es eine Szene, wo ein Hai über Bord des Schiffes auf das Bord des Schiffes fällt und dort Mark Wahlberg beißt in das Bein. Und das war für mich zu viel. Da habe ich gedacht, okay, Haie im Wasser, schlimm genug. Ein Hai, der mich auch noch an Land beißt, jetzt gibt's nichts mehr sicher. Also ich hatte auch wirklich Schiss in Hotelpools, in Schwimmbädern, auch wenn es total irrational war. Richtig, richtig krasse Angst vor Haien. Okay, ich habe irgendwie, das ist komplett weg von mir, weil ich aber auch noch nie irgendwo war, wo die Gefahr bestehen könnte, dass da eventuell Haie sind. Warst du noch nie in einem Schwimmbad, Antje? Also. Deshalb, ich habe diese Haiangst gar nicht unbedingt, aber ich neige auch generell nicht so zu Tierangst. Also das ist für mich, ich finde zum Beispiel, wenn zu Hause eine Spinne sitzt, die relativ groß ist, die finde ich dann sehr unangenehm und lasse dann auch in der Regel meinen Freund die wegmachen, aber ich habe keine große Panik. Was lustig ist, weil ich zum Beispiel seit ich ein Kind bin, regelmäßig unter wiederkehrenden Träumen von Insekten leide, die mich dann auch dazu bringen, dass ich schreiend aufspringe aus dem Bett. Also keine Ahnung, wo das alles herkommt. Ist ja auch egal, wollen wir gar nicht drüber reden. Der weiße Hai, wie gesagt, mein Soundtrack der Woche, mit dem hat ja so alles angefangen. Also es gilt sowohl als so der Ursprung der Hai-Filme, was nicht ganz stimmt, weil es gab 1956 einen Film mit dem wunderschönen Titel Haie greifen an. Im Deutschen, nicht im Deutschen, Hai greifen an, so heißt er im Deutschen, im Original The Shark Fighters. Und der kam nochmal rund 20 Jahre vor Der weiße Hai, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass mit Der weiße Hai alles angefangen hat. Er gilt als der Ursprung der Hai-Filme, er gilt auch als Ursprung des Blockbuster-Horrorfilms, wobei wir darüber streiten können, ob Der weiße Hai für uns wirklich so den Input eines Horrorfilms hatte. Hm. Weil ich habe Der weiße Hai irgendwann als Erwachsene das erste Mal gesehen. Und genauso wie Die Vögel von Alfred Hitchcock, um einen ähnlichen Tierhorrorfilm als Vergleich heranzuziehen, der hatte für mich nie das Feeling eines Horrorfilms, sondern das war dann eher so ein, fast schon eher ein Katastrophenfilm. Wie ist das bei dir?
Muss ich auch sagen. Also ich finde, die Vögel ist noch ein bisschen unheimlicher, weil er so unerklärlicher ist und ja auch auf so einer bedrückenden Note endet, wo die Vögel quasi übernommen haben zum Schluss. Aber bei Der weiße Hai war ich auch überrascht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dass das einfach auch so ein toller Abenteuerfilm ist. Einfach. Ja. Also der geht ja auch zumindest für die meisten Figuren ganz gut aus. Und man freut sich dann mit, wenn der Hai am Ende explodiert, hat dazu diesen beschwingten John Williams Score, denn es gibt neben dem berühmten Theme ja auch wirklich noch andere Musik, die so was ganz Verspieltes, Leichtes, Abenteuerlustiges, Indiana Jones mäßiges fast hat. Also den habe ich immer wieder gern gesehen und finde den sehr unterhaltsam. Ja. Aber es ist ja noch so ein bisschen so einer der wenigen ernsten Hai-Horrorfilme. Denn aus irgendeinem Grund hat sich das ja irgendwann verselbstständigt. Und mittlerweile ist ja so der Hai-Horrorfilm so das Synonym für Tier-Trash-Filme. Also wenn man sich mal anguckt, was es alles gibt. Ich habe zum Beispiel Shark Exorcist. Habe ich Cocaine Shark im Zuge von Cocaine Bear natürlich. Aber auch, du hast es vorhin gesagt, in Der Sturm, diese Szene, wo der Hai plötzlich an Land springt, das wurde ja dann noch, wenn man so will, perfektioniert, denn irgendwann kam ja im B- bzw. C- oder D-Movie-Bereich sowas wie Sand Sharks. Mhm. All diese Sachen haben Fortsetzungen nach sich gezogen. Ja, es gibt Shark Exorcist 2. Und es gibt nicht nur Two-Headed Shark Attack, der lustigerweise vor Sharknado kam. Denn im Grunde diese ganze High-Horror-Trash-Welle, habe ich das Gefühl, hat mit Sharknado ihren Anfang genommen. Aber vorher schon gab es Two-Headed Shark Attack. Mittlerweile gibt es noch viel mehrköpfige Hai-Attacken im Sharktopus hörte ich auch. Genre, ja, zum Beispiel Sharktopus hat aber auch gegen ganz viele andere Kreaturen gekämpft. Also das ist wirklich absolut mannigfaltig. Ich habe zum Beispiel die Sharknado-Filme gesehen. Für mich war das immer ein bisschen zu bemüht. Wir sind arg bemüht, billig und hässlich und schlecht. Ja. Und ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Trash und Trash. Das, was heutzutage an bemüht oder an gewollten Trash-Filmen produziert wird, ist für mich kein Trash, weil das ist ja gewollt. Also sowas wie The Room ist Trash. Ja. Weil es halt Ambitionen hatte damals, die aber komplett in eine gegenteilige Richtung gegangen sind. Da haben Leute wirklich einen guten Film drehen wollen und er ist komplett in die Hose gegangen. Und deshalb hat The Room auch so einen großen Kultcharakter. Sowas wie Sharknado ist mit Absicht so inszeniert, wie es ist. Und da waren jetzt auch nicht die größten Ambitionen dahinter. Und man hat sich dann am Ende darauf ausgeruht, dass man eben einen sehr schlechten Film gemacht hat. Wobei man sagen muss, Sharknado ist ja da noch eher so ein positives Beispiel, was danach alles kam. Wie gesagt, sowas wie Sand Sharks und so. Man weiß schon, was da so der Hintergrundgedanke dessen ist. Aber ich würde von dir gerne mal wissen, was sind denn so gute Hai-Filme aus der letzten Zeit? Weil ich habe zum Beispiel eine, die ich sehr mochte, aber ich lasse dir erstmal den Vortritt. Ich vermute, wir hätten wahrscheinlich fast den gleichen. Also The Shallows fand ich ganz gut, aber auch da muss ich sagen, also die Schwierigkeit vom Hai-Film ist schon immer alles, was nicht mit dem Hai zu tun hat. Und da finde ich auch bei The Shallows dieses lange Intro, die persönliche Motivation der Hauptfigur wird da so ausgewalzt und dann denkt man dann sich doch immer, ja komm, zeig den Hai jetzt bitte. Das dauert bei The Shallows auch wirklich so 25 Minuten und der Film dauert nur anderthalb Stunden. Und dann ein Film, der nur eigentlich eine Hauptfigur hat und kein größeres Ensemble, wie es jetzt bei There's Something in the Water der Fall zu sein scheint. Der ist dann ins Kino kommt jetzt, weshalb wir dieses Video aufnehmen. Also es kommt ein neuer High-Horror-Film namens Something in the Water ins Kino. Es geht um eine Gruppe von jungen Frauen, die dann den typischen High-Horror durchmachen. Indem eben sich eine von ihnen verletzt, weil sie von einem Hai attackiert wird und dann ist plötzlich kein Netz da auf dieser Insel oder wo auch immer sie sind und dann müssen sie, obwohl die eine zum Beispiel nicht schwimmen kann, mit einem Boot, das dann natürlich auch noch kentert und wo dann ein Loch im Boot ist und so weiter. So ein bisschen noch ähnliche Probleme wie bei The Shallows. Das Handy leider da vorne hingelegt und jetzt und alleine dann, auf dem Fels. Ja, und dann ist da eben auch am Ende eine junge Frau auf einem Felsen. Das ist ja die gesamte Handlung eigentlich von The Shallows, das Blake Lively. Zusammen mit einer Möwe, kurze Testfrage. Wie heißt diese Möwe? Hat sie die Möwe getauft? Ah, Steven Seagal. Richtig. Steven Seagal, ja, das weiß ich noch. Genau, das ist der richtige Name dieser Möwe. Auch im echten Leben heißt sie so? Ja, ja. Ah.
süß. Steven Seagal, meine Damen und Herren. Sehr guter Fan, ja. Genau. Und das ist, darauf basiert ja die ganze Handlung von The Shallows. Und ich finde, dass die wirklich sehr schön reduziert ist. Hm. Ich finde auch die Action wirklich gelungen. Ich finde, Blake Lively macht das hervorragend. Ich finde auch, Blake Lively ist eine bessere Schauspielerin, als man gerne aus ihr macht. Also ich finde, das ist alles schon wirklich sehr solide. Ja, und es ist so schön reduziert. Also ich brauche jetzt nicht die Horden an Haien, die dann in einem Tornado über eine riesige Stadt herdonnern, sondern es reicht, und es ist ja, glaube ich, auch nur ein einziger Hai. Genau, ja, nur eine. Und es reicht doch total, dieser Kampf, Frau gegen Hai, der ja wie ein David-gegen-Goliath-Kampf in der Regel ist. Und ich fand das bei dem Film wirklich super spannend, dann auch zu sehen, wie sie da rauskommt, weil so viel können wir vorweggreifen, am Ende überlebt der Mensch, das ist ja meistens bei diesen Filmen so. Genau, also The Shallows, wirklich von, lass mich gucken, 2016, wirklich ein wirklich besserer Kandidat. Also ich weiß noch, ich habe unter meine Kritik damals geschrieben, der beste High-Thriller seit Der weiße Hai. Hm. Und habe mich dann aber auch darauf konzentriert, dass diese High-Thriller es ja auch eigentlich in der Art kaum gibt. Also diese wirklich absolut ernstzunehmenden Filme, die gar keinen Trash-Appeal und gar kein Fun-Appeal haben. Natürlich geht man bei einem High-Horror-Film ins Kino und sagt, ich will Spaß am High-Horror haben. Aber was ich an The Shallows eben auch mochte, war diese komplette Ernsthaftigkeit. Der gibt mir eher so den Vibe von vielleicht 127 Hours oder so ein bisschen muss ich auch an Gerald's Game denken, weil man hat diese ganz, ganz reduzierte Situation und denkt dann sehr schnell, okay, was kann sie jetzt wirklich noch machen? Sie hat wirklich nur einen Fels und eine Uhr und später noch eine GoPro-Kamera, aber sonst ist da nicht viel. Aber daraus macht der Film dann schon einiges. Also sie stoppt dann die Zeit, in welchen Intervallen der Hai um diesen Fels kreist. Ist da so ein kleinerer Fels, da will sie dann hinschwimmen, dann kommt aber die Flut. Man sieht immer wieder eingeblendet, wie lange dauert es noch bis zur Flut, wann kommt wieder die Ebbe und so. Also da gibt es schon so ein paar Faktoren, mit denen der Film sehr, sehr geschickt spielt, finde ich. Ja, und es ist auch ein sehr, ich sag mal, immer sehr zweckdienlicher Regisseur. Das ist Jean Colette Serra. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und der hat zum Beispiel sehr viele von diesen ganz geradlinigen Actionfilmen mit Liam Neeson gemacht. Also sowas Non-Stop wie Non-Stop, den ich wahnsinnig gerne mag. Es ist auch einer dieser Filme, die sind total on point. Das sind jetzt keine Meisterwerke der Filmkunst, aber in dem, was sie sind, sind die exakt on point. Und er hat auch früher Horror gemacht. Er hat Orphan beispielsweise gemacht, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme jüngerer Zeit. Boah, hab ich das gehasst, dieses Kind. Ja, total. Oder auch House of Wax, den ich auch wirklich sehr mag, in dem, was er ist. Und der hat eben The Shallows gemacht. Und ich finde aber, es gibt dann noch so ein paar qualitative Zwischenfilme. Also wenn wir The Shallows und Der weiße Hai jetzt mal wirklich zur Speerspitze packen, weil es auch ja nicht so viele also, in dem Genre... So toll wie The Shallows auch. Nein, aber überleg mal, es gibt ja einfach nicht so viele High-Thriller, die sich ernst nehmen. Ja. Was würde dir da noch einfallen? Vielleicht sowas wie Open Water so halb, weil der Hai ist ja eigentlich nicht zu sehen und am Ende zieht er einfach nur die Charaktere runter, das war's dann. Da ist wirklich eher so die Angst und die spüre ich auch ganz tief in mir drin, auf offener See, ohne ein Boot, ohne eine Tür oder was auch immer, wo man sich draufsetzen kann, gefangen zu sein. Ja, stimmt, Open Water gehört auch noch so dazu, aber man muss ja wirklich sagen, von diesen richtig ernstzunehmenden Hai-Filmen ohne Augenzwinkern und das alles, sind schon sehr selten, die das auch groß schon, ins Kino kommen dann und nicht im Heimkino dann verbraten werden. Wie gesagt, ich finde aber, es gibt so Zwischenfilme. Also wenn ich mir sowas anschaue wie 47 Meters Down oder Bait 3D, der den fantastischen Untertitel Haie im Supermarkt trägt, wodurch der Film schon alleine so einen Trash-Charakter bekommt, aber so trashig ist der gar nicht, ist aber jetzt auch nicht so die absolute Speerspitze dessen. Also da hat man schon so eine Bandbreite zwischen wirklich gut gemachten, ernstzunehmenden Filmen über, das ist so Ausschussware, die tut keinem weh, aber so richtig ernst nimmt die sich auch nicht, bis hin dann zu Shark Exorcist. Ich würde das Feld jetzt noch ein bisschen erweitern zum Thema gruselige Dinge unter Wasser, weil mir dann auch noch so Filme wie Crawl zum Beispiel einfallen. Den ich total bei The Shallows verorten würde übrigens. Ja, von dieses reduzierte Setting, von der Qualität würde ich das auch sagen. Ich finde, das Schlimme ist, also Alligatoren sowieso
crazy creepy, auch wenn ich hörte, dass sie sich ganz anders verhalten im echten Leben, als es bei Crawl der Fall ist. Die würden einen nicht sofort zerreißen, sondern wahrscheinlich erstmal da rumchillen und einen höchstens mal unter Wasser ziehen oder so. Also die sind ja wirklich äußerst blutrünstig. Höchstens unter Wasser ziehen, das ist aber auch sehr euphemistisch ausgedrückt. Na, ich meine, meistens ist es wohl so, dass ein Alligator seine Opfer ertränkt, dadurch, dass er ihn einfach runterzieht. Aber bei Crawl sehen wir ja wirklich 8 Alligatoren, die da gleichzeitig einen Polizisten zerreißen. Ja. Also wirklich schon ganz schön schrecklich. Aber Alexandre Aja ist ja auch ein sehr körperlicher Regisseur, genau, sag ich mal. Ja. Aber dann in diesem ekelhaften Zwischenraum unter dem Haus, also in diesem typisch amerikanischen, nicht Keller, sondern das Haus ist ja so auf Stelzen gebaut, da mit Alligatoren gefangen zu sein, was für eine Abfuck-Situation. Ja. Gar keinen Bock da drauf, muss ich sagen. Voll. Und um bei Alexandre Aja zu bleiben, Piranhas 3D. Ich liebe ihn wirklich absolut. Es ist einer meiner absolut liebsten Fun-Horrorfilme. Muss ich auch sagen. Und ich würde den Horror da fast schon ausklammern. Also eher ein Fun-Splatter. Und ich habe an diesem Film, ich gucke den öfter mal. Also es ist jetzt keiner dieser Filme, wo ich sage, ich habe den einmal gesehen und gucke den nie wieder. Es ist auch keiner, wo ich jetzt sage, den gucke ich jedes Wochenende. Aber der macht so einen Spaß. Und der weiß halt wirklich ganz genau, was er ist. Und was ihn halt unterscheidet von diesem ganzen Billo-Horror-High-Trash, ist, dass der inszenatorisch wirklich was drauf hat. Ja. Also da sind auf jeden Fall Ambitionen dahinter. Ich finde beim zweiten Piranha 3 Doppel, die fantastischer Titel. Film hält bei dem nicht ganz so mit. Aber bei dem zweiten war es dann eben so, da haben sie sich ein bisschen zu sehr drauf ausgeruht, auf dem, was der erste Teil denn so an Qualitäten hatte. Aber der macht super viel Spaß, der nimmt sich nicht komplett, also nimmt sich nicht ernst, ist aber gleichzeitig wirklich auch angsteinflößend in den Horrormomenten und er ist richtig schön saftig. Ich mag den unglaublich gerne. Also da gibt's Momente, ich habe mir noch mal so ein paar Clips angeguckt heute vor der Sendung, die sind so himmelschreiend grausam. Ja. Also wenn ich daran denke, wie dieser Typ aufs Boot gezogen wird und quasi keine Beine mehr hat, weil sie weggeklappert sind. Da hast du dein Spielzeug wieder. Ja, genau. So, genau so war das. Und der Typ sagt nur, they got my penis. Und dann sieht man, wie der und dann sieht man, wie dieser Penis doch gegessen wird. Ja, und er dann rülpst ja, glaube ich, sogar der Fisch. Also ganz, ganz weird auf jeden Fall. Ja. Und ich liebe auch diese finale Einstellung. Es waren nur die Kinder. Und dann sieht man halt diesen riesen Piranha ihn im letzten Frame des Films auffressen. Ja. Also großartig. Oder dieser Piranha, der sich durch das Gesicht dieser Frau beißt. Also man sieht eine Frau unter Wasser und plötzlich kommt aus ihrem Gesicht raus ein Piranha, der sich gerade von hinten durch ihren Kopf durchgebissen hat. Also das ist wirklich absolut grausig und macht zugleich aber auf eine weirde Art sehr viel Spaß. Ja, und das High-Horror-Genre ist ja auch nicht tot. Also wenn man bedenkt, vor ein paar Wochen kam bei Prime, bei Amazon, bei Prime Video, Im Wasser der Seine raus. Finde ich sehr ironisch, so kurz bevor bei den Olympischen Spielen da jetzt Freiwasserschwimmen und der Triathlon und so weiter ausgetragen wurden. Aber das handelte halt davon, dass sich plötzlich in der Seine, also dem Fluss, der durch Paris sich schlängelt, dass da plötzlich Haie auftreten. War wirklich auch in Ordnung. Und mit Oscar-Nominee Bérénice Bejo in der Hauptrolle. Ja. Also gut, man hat auch lange nichts mehr von ihr gesehen. Vielleicht ist sie langsam so ein paar Stufen runter in den Trash gerutscht. Vielleicht. Einen Film habe ich noch zu eigentlich nicht zu empfehlen, aber ich will ihn trotzdem einmal erwähnt haben, weil der so ein unangenehmes Feld berührt zwischen Trash, aber irgendwie so verstörend, dass gerade das Trashige das auch seltsam macht. Oh je. Und zwar ist das ein Anime-Film namens Gio, der basiert auf einem Manga des berühmten japanischen Manga-Zeichners Junji Ito. Und die Handlung ist ein junges Pärchen, im Film ist es ein bisschen anders, ein junges Pärchen, das auf einer Insel, ich glaube es ist Okinawa, Urlaub macht und plötzlich kommen Fische auf Beinen aus dem Wasser. Die haben plötzlich so kleine Metallbeine, wie so Spinnenbeinchen. Okay. Und keiner weiß aber so richtig, wieso das so ist. Erst normale Fische, dann irgendwann aber auch ein großer Hai mit sehr großen Beinen. Und irgendwann verselbstständigen sich dann die Beine. Man merkt ja, es geht gar nicht so um die Fische, sondern vor allem um die Beine. Aber überall liegen dann auch Fische rum, vergammeln, stinken. Also das ist so eine ganz weirde Idee, die auch relativ schnell sehr unangenehm wird, weil es auch total in den Body-Horror-Teil geht. Aber du musst dir vorstellen, du versteckst dich in einem Haus und ein Hai läuft um die Ecke auf 8 Metallbeinen. So diese Qualität hat dieser Film, beziehungsweise der Manga. Den Manga kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Film nur so halb, aber dauert glaube ich auch nur so 70 Minuten, kann man sich schon geben. Ja, wir müssen halt hoffen, dass die Haie niemals die nächste Evolutionsstufe erklimmen und dann auch plötzlich auf Beinen die Welt, also die Strände und die dann alles. Dann sind wir fucked. Dann das war's dann für uns. Ja.
Gut, wir wollen von euch wissen, haben wir noch Hai-Filme vergessen von den guten? Also schreibt uns, es ist wahnsinnig witzig, sich anzuschauen, was es im B-Movie-Trash-Bereich alles gibt. Aber wir wollen gute Hai-Filme von euch hören. Schreibt uns die gerne in die Kommentare, falls wir die vergessen haben. Und ansonsten, ihr kennt das Prozedere. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr mögt, dann unterstützt uns finanziell. Und wie das geht, steht in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns natürlich nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann!